So, weiter geht's mit Pokémon. Schild. Ja. Was war das? Ja, wir kommen zurück zu Pokémon Schild und mit dem zweiten Teil. Auf jeden Fall wollten eigentlich unsere Mutter, glaube ich, halt sagen, dass wir jetzt auf Reise gehen. Aber irgendein lautes Geräusch hat uns gerade so ein bisschen unterbrochen. Und scheinbar das Volley, was da am Anfang immer gegen das Tor geräuscht, scheint es jetzt endlich durchbrochen zu haben. Und das ist, glaube ich, nicht so gut. Er ist, glaube ich, ziemlich schnell besorgt. Und ich würde sagen, das zu Recht. Jetzt werden wir jetzt auch mal erfahren, warum. Ja. Also so ein bisschen ist eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin Professor noch klein war, ist sie bald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Die Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir jetzt? Wir retten das Pokémon, ganz klar. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist die Zutritt verboten. Aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Hälfte 1. Augen zu und durch. Komm, jetzt wird angeklotzt. So, auf geht's. Gehen wir nicht den Weg, um ein Pokémon zu retten. Und da sind wir im Schlummerwald. Hallo, Wolli. Mist, was ist hin? Oh Mann, es verdichtet sich auch nach dem Nebel. Wenn das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein ganz großes Problem. Ein Rappel. Wir können mit dem Hopp ein bisschen trainieren, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, ich bin Pokémon nicht ziehen. Ich glaube, 3, 4 habe ich jetzt im Kopf, die ich auf jeden Fall nehmen werde. Eins wird doch tatsächlich sein, dass die älteren Generationen kommen. Aber welche? Haben wir. Also eins ist eigentlich aus der ersten Generation mit aber eine geile Regionalform haben, dass ich auf jeden Fall nicht ziehen will. Wie gesagt, hat das auch eine Gründe, warum ich genau diese Edition spiele, aber das genau dann erst zu dem Zeitpunkt, wenn es dann soweit ist, das wird irgendwo rum zwischen 5. und 6. Orden passieren. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Und das ist ein Maiko. Das Pokémon ist ein Flug-Pokémon, normal, glaube ich. Diesmal werden wir es nicht ins Team nehmen, wir werden ein anderes Flug-Pokémon holen. Normalerweise habe ich das ja im ersten Versuch gespielt. Das werden wir jetzt nicht tun. Weil das, denke ich, zu einfach wäre. Und deswegen, ich habe nämlich ein anderes Stahl-Pokémon vor, ins Team zu nehmen. Ich denke, jetzt ist zu viel Stahl. Und ich will keine Doppeltypen haben. So. Naja, schauen wir mal, welches wir dann nehmen. Falls wir eins brauchen. Eigentlich brauchen wir es tatsächlich nicht. Weil es gibt keine Form Fliegen. Dafür gibt es dann andere Wege. So, hast du das auch gehört? Was für ein Pokémon-Ruf? Ich habe tatsächlich nichts gehört. Ich habe zu viel Quatsch gerade. So. Sieh mal dieses Raffel hier. Ich bin um eine Weiterbildung. Ich glaube, ich irgendwie das Radfalls der 8. Generation. Ich habe immer Radfalls taub zu früher in der 1. Generation. Ich glaube, mit Maiko und Raffi haben wir mir quasi ein bisschen nachgeholfen. So, haben wir Level 7 mittlerweile schon. Okay, das Geräusch höre ich gerade. Das kann auch die Musik sein, die es ein bisschen bedrohlicher machen soll. Nee, es war nicht die Musik, das ist tatsächlich ein Pokémon-Ruf. Heilung! Ich mache mir riesige Sorgen um Wolli. Ja, ich auch, ja. Dann schnell hinterher. Weil ich das Leben ist verdammt, die kann sich ja gar nicht mehr. Das Leben gefällt mir gar nicht. Ich würde fast meinen, der Wald würde es hier rausekeln.
What the fuck, was ist das? Was ist das? Was ist das? Wer kennt das noch nicht? Scheinbar ein Pokémon. Und Pokémon sind ja da, um bekämpft zu werden. Das werden wir jetzt auch machen. Die greifen mit Tackle an, ob irgendwas hilft. Geht durch. Okay, keinerlei Wirkung. Aber es greift nicht uns an, sondern wir... Sondern gucken sich das ganze Ding nur an, nach dem Motto, macht ihr mal nur. Ich hab noch was in der Hinterhand. Nee, es verdichtet nur den Nebel. Der Knäule hat gar nicht getroffen. Naja, alles gut. Dann Glut. Auch Glut. Das hat keinerlei Wirkung. Jetzt macht das Nebel so dicht, dass wir gar nichts mehr sehen. Aber überhaupt nichts mehr. Ja, das habe ich auch gerade festgestellt. So. Was passiert? Helion. Ja, wie hast du uns gefunden? Mann, nee, du verlässt dich sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt vor Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da muss ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da könnte man... Was ist eigentlich mit Wolli? Es hatte sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten. Deswegen sind wir überhaupt hier. Ach Gott, wir sind in Sicherheit. Gott sei Dank. Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, war dir alle bewusst. Hammer. Auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war. Ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach lose stürmen und immer Schätze sein. Das war verantwortungslos und gefährlich. Aber letztendlich habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles doch mal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos. Aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut. Alles gut. Was? Dieses abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Nebel. Mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Und Attacken hatten gar keine Wirkung. Das war, jetzt geht sie einfach durch das hindurch. Attacken sind natürlich jetzt durchgegangen. Guck mal, weil du das tatsächlich ein natürliches Pokémon gibt. Aber habt ihr es wirklich gesehen, aber das ist eine Illusion. Ich hoffe, dieses Erlebnis hat euch ja den Wunsch, den Weg stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann. Eines Tages ist es geil, das Wald zu lüften. Aber jetzt solltet ihr erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher rauskommt. Dedes hat es mal eine kleine Standpauke gehalten und es war mir dieses Abenteuer absolut wert. Entschuldigung. Ja, aber das war, ja. Das wird ein weiteres Spannungskapitel und eine Legende von Hopp. Der ist sich seiner Sache sehr, sehr sicher. Also bevor wir nach Westbury gehen, solltest du aber noch deine Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht. Dicke. So, das erste Örtchen heißt übrigens Feuer. Helm sagt, also das ist ein bisschen auf Großbritannien aufgebaut. Und wir sagen unserer Mutter Bescheid, ich wüsste, wo die ist. Ah, die steht in der Küche. Ich bin so ganz begeistert, sieht sie nicht aus. Das ist mein süßes Hopplo. Ich wollte nach Breastway gehen, um eigentlich einen Pokédex zu sorgen, nicht wahr? Dylan hat mir schon davon erzählt. Hier, ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kannst du davon ein Pokémon hinter ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Und kümmere dich gut um dein Hopplo. Vergiss nie, wie sehr ich dich sehr es für dich anstrengt. Frage mich nicht zu viel ab. Und du, Hopplo, pass mir gut auf meinen Kopf auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Gut. Ja, so oft werden wir noch nicht hier mehr zurückkommen. Weil jetzt geht nämlich unser Abenteuer tatsächlich so richtig los. Nichts kann uns mehr aufhalten. Auf dem Weg. In Richtung erste Stadt. Ja, nichts. Natürlich. Hopp mal wieder. Der möchte uns tatsächlich doch noch was sagen. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Klischens. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit einem Fintech trainieren. Ich treffe es am Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne. Genau, wir gehen jetzt auch ein bisschen trainieren. Es bleibt uns eh nichts anderes übrig.
ich guck mal gerade, ob wir irgendwelche Pokébälle haben. Sie rufen unser Team ein bisschen aufzubauen. Ja, wir haben 5 Minuten. Okay, wir können natürlich unser Team ein bisschen aufbauen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, hier werden wir noch nichts mit fangen, mitnehmen. Das werden wir dann ein bisschen was später machen. Ich habe so ein paar bestimmte Pokémon gewickelt, und ja, die probierst du einfach mal aus. Nimmst du einfach mal so ein etwas außergewöhnliches Team. Wo ich denke mir, dass die vielleicht okay. Maiko hat schon also viele Spieler reinkommen. Wir wollen ein anderes Team-Pokémon nehmen. Ja, Level 8 reicht es. Und wir lernen ruckzuck Hieb. Den haben wir schon 4 relativ gute Attacken. So, 2 Para-Heiler, die kann man immer mal gebrauchen. Die sind voll, ich guck jetzt auch sehr viel Erfahrung. Okay. Du bist Level 6 schon. Ja, das ist wohl drauf. Ich dachte mir, okay, gut, wahrscheinlich relativ viel bei dem Pokémon. Dann irgendwie doch nicht. Ich dachte mir, ja, wir wollen noch ein bisschen trainieren. Ja, die Folgen haben wir um die 20 Minuten immer machen pro Folge. Es wird wahrscheinlich mal mehr und mal weniger passieren, aber so in der Regel ca. 20 Minuten sollten raus. Realistische Folgenlänge sein. So, und 18 drauf und Level 9. Ah, wir ziehen an dem Level gerade so ein bisschen. So. Ah, da wir noch nichts wirklich Vernünftiges hatten. Oh cool, Glurak steht auch noch da rum. So, warte mal, ich gehe mal kurz erst im Pokémon-Center da oben. So viel zum Thema dazu, da können wir leider noch nicht hin. Das ist blöd ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, ich hätte mein Team gestern kurz mal gehalten. Gut, dann müssen wir tatsächlich erst zum Labor. Okay, ich dachte, wir können tatsächlich noch schnell zum Team halten. Also, du hast ja gefunden, gut gemacht. Als ich mir jetzt mal nach Bestwürdigen musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich habe es halt nicht so mit der Orientierung. Also, wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, wa? Ja, aber Glurak würde ich mich nie ohne mehr zurechtfinden. Danke fürs Herumnutzen, Partner. Okay, gut. Komm, lass uns reingehen. So. Das ist mal ein durchaus schickes Labor. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolica zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Wo? Ah, ein Hundi. Dedam, was würde ich diesmal her? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Und das ist die Professorin und ja, hat was. Hallo Voldi, Dame und Kleiner. Danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Das Pokémon heißt Voldi. Ich habe dir schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldi habe ich schon so oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich schon wieder verlaufen habe. Und diese junge Dame dort ist so ein Trainer. Aber kocht schneller als sie. Hallo? So stellst du mich vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit ist auch Reda-Challenge? Ist ein Freifahrtschein für blöde Witze? Dabei muss ich mir dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Freut mich jedenfalls, ich kenne sie ja. Ich bin Sanja, die Assistentin der Professorin. Ach, das ist gar nicht die Professorin, das ist die Assistentin. Schade. Du nimmst dich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Kev, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Wolltest du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. So. Sonst noch irgendwelche Wünsche der Herr? Dieser Typ denkt immer noch an sich selbst. Also kein Wunder, dass sich ständig verläuft. Dieser Kopf immer an den Leuten. Oh, das ist ja ein Smart-Rotum.
Hey, Rotom. So ein Smart Rotom ist schon was Tolles. Besonders die Karte und die Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich nicht mehr verirren können. Ach so, die hier natürlich. Aber jetzt, sag mal, wie gut hältst du dich eigentlich schon mit Pokémon? Nicht so gut. Kein Problem, das wird sich schnell ändern. Lass mich doch erstmal deinen Pokédex auf deinem Smart Rotom installieren. Cool, wir haben den Pokédex erhalten. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolika, Großmutter. Könntest du mir vorbeischauen und sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in dem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Klar, das machen wir auf jeden Fall. Hallo, Yoga Pokémon Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst ja gerade im Pokémon Labor. Ja, klar. Dann hast du ja bestimmt auch ein Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders, als neue Trainer anzusprechen und ihm etwas unter die Arme zu greifen. Hier, für dich. Cool, ein Trank. Dankeschön. Setz ihn ein, wenn dein Pokémon Kraftpunkte als kurz KP verloren hat. 30, glaube ich. 30 KP füllt der Tank immer auf. Am Anfang ist es noch viel, also habe ich dann immer mehr auf Super-Typer-Tränke gegeben. Tränke kannst du übrigens auch gut in Kämpfen einsetzen. Bis es macht, wenn sich informiert, hat schon halb gewonnen. Ich bestelle immer so viele Leute wie möglich an, wie du nur kannst, und dies genau, was auf Schildern steht. Genau, immer mal wieder kriegen wir auch Geschenke, wie jetzt zum Beispiel diesen Trank hier. So, und dann hier. Nach dem Land geht es richtig ruhig zu. Die Röcher dagegen würde ich umhauen. Wenn du dich auf deinen Reisen führst, hilf einfach einen Blick auf die Karte. Genau. Ich weiß doch, was auf dem Schild stand, dass es hier mal gab. Nach rechts geht es im Pokémon-Labor und dann seid ihr nicht der Bahnhof. Das war ein schönes Schild. Genau. Wir wollten das so ein Pokémon-Center, aber das Schild kommt noch. Ich zeige euch wahrscheinlich jetzt gleich, wie so ein Pokémon-Center funktioniert überhaupt. Das hat mich der Pokédex auf deinem Smart-Rotom installiert, richtig? Dann geht's jetzt richtig los. Gibt ja ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich Fimmel ist da draußen nur so von wilden Pokémon und überall von Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann ist es schon möglich, so ein Pokémon zu bauen. Alle Pokémon sind da sehen gleich aus. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, wir fangen mal einen Blick hinein. So. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon Center? Ja. In Ordnung, dann pass mal auf. Siehst du die Dame hinter dem Tresen? Wenn du sie nicht fragst, braucht sie alle deine Pokémon wieder fit. Und an solchen Computer kannst du Pokémon abgeben, die du gefangen hast. Man kann nämlich immer nur das Pokémon tatsächlich mit sich rumtragen. Und? Das, gut, dass ich mich hier im Pokémon-Supermarkt mit Tränken eingelegt habe. Genau, es gibt keinen Pokémon-Supermarkt mehr. Die sind jetzt quasi mit in dem Pokémon-Center. Früher gab es ja die Supermärkte mit dem blauen Dächer. Die gibt es heute nicht mehr. Genau, welche Generation das war, aber es ist schon eine ganze Weile her auf jeden Fall. Und ich finde es super praktisch. So musst du nicht immer beide Märkte gleichzeitig suchen. Ich habe mir neulich erst den Hals gerettet. Wenn ihr echt ein Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Komm, ich gehe schon zur Route 2 und du kommst einfach nach, wenn du fertig bist. Genau. Und ich gehe mir mal auch ein paar Zeug, ein bisschen Zeug noch holen. Ich hoffe, ich wirklich auf die Reise bin. So, wir wollen Gegengifte mitnehmen, auf jeden Fall. Dann nehme ich mir erstmal 11 Stück mit. Die kann man immer mal gebrauchen, genauso wie Aufwecker. Und auch Paraheiler. Oder Beleber nehme ich immer. Dann nehme ich immer 10 Stück mit. Und den Rest, Pokébälle kommt noch keiner ein. Decken. So, Trankentor mit dem, also sagen wir, relativ viele. Und irgendwas verpasst. Beleber. Feuer geworden. Ich befürchte, ich war 1.500 nur. Jetzt hier sind sie bei. So. Nehmen wir alles mit. Jetzt unser Konto kommt auf 0. Wir verdienen sowieso während unserer Reise mehr als genug Geld. Also, macht euch da mal keine Sorgen. So, das Speichern habt ihr gerade gesehen. Oben rechts, wenn wir Gebäude betreten oder aus den Gebäuden raustreten, speichert das Spiel automatisch. Das heißt, wir müssten eigentlich nichts mehr tun. Aber ich mach's trotzdem, wenn ich dann nachher die Aufnahme beende. Ich guck mal gerade auf die Uhrzeit. Wir sind schon am Ende der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's zum Bahnhof. Oder? Müsste Bahnhof noch nicht so sein. Guck mal gerade. Nimm Route 2, um das Haus der Professorin zu kommen. Ne, wir müssen zur Route 2. Also da oben wollen wir weiter. Genau, da steht Hopp. Und den kommt schon in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.